wie in meinen Gedichten. Angaben zur Person. Datum meiner Geburt. Möglicherweise 903 vor Christus. Gleichermaßen möglich 903 nach Christus. Ich studierte Geschichte der Vergangenheit und der Zukunft an der Zeitgenössischen Hochschule des Befreiungskampfes. Mein Beruf? Worte. Mir blieb nichts anderes übrig. Lumpensammler nannte man mich. Und tatsächlich, ich brachte eine Menge Straußenfedern zusammen von den Hütten der unterirdischen Tore. Knöpfe von Militärmänteln, einen Helm, zwei zerschlissene Sandalen. Weiter sammelte ich zwei Streichholzschachteln und den Tabaksbeutel des berühmten Blinden. Auf dem Standesamt gaben sie mir in den letzten Jahren das unwahrscheinlichste Datum meiner Geburt, 1909. Ich habe mich damit eingerichtet und lasse es so. Schließlich im Jahr 3909 setzte ich mich auf meinen Hocker, wollte eine Zigarette rauchen. Nun waren plötzlich die Schmeichler da, verneigten sich tief, steckten an meine Finger glänzende Ringe. Die Ahnungslosen wussten nicht, dass ich selbst sie gefällt hatte, aus ihren leeren Patronenhülsen, die noch im Bergland lagen. Gerade deshalb, wegen ihrer köstlicher Unwissenheit, vergab ich es ihnen reichlich mit echten Edelsteinen und doppelten Schmeichleien. Jedenfalls, das einzige gewisse Ort meiner Geburt, Acra Minor,